Ja, Furt, 22. Spieltag, der 18. spielt gegen den 10., ist im Grunde genommen das erste Spiel um den Klassenerhalt, ne? Ja, jedes Spiel wird jetzt um den Klassenerhalt gehen. Das heißt, wir können jetzt keinen Unterschied machen zu den anderen Mannschaften, die folgen werden. Für uns geht es ums Überleben. Für uns geht es darum, in der Liga zu bleiben und am besten hier zu Hause gegen Lippstadt schon anzufangen, zu punkten. Und so müssen wir das Spiel auch angehen. Das sind, glaube ich, 7 Neuzugänge. Haben die sich schon gut integriert? Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Integration. Letzten Endes, egal ob es jetzt ein Heinze, Schmidi, das sind ja alles Jungs, die schon mal hier waren. Da gibt es oder da braucht man keine große Eingewöhnungsphase. Alle anderen waren ja schon im Vorfeld vor der Winterpause schon im Training teilweise, ob es jetzt ein Selim Gündüz war. Und die anderen, wie gesagt, kannten sich dementsprechend auch. Und ich bin, was das angeht, sehr zufrieden. Schafft es denn einer in die Startelf? Ja, definitiv. Der eine oder andere wird auf jeden Fall spielen. Wir hoffen, dass die dann auch dementsprechend ihre Leistung bringen, auch diese Impulse setzen können, was wir uns erhoffen, um auch die anderen mitzureißen, die schon länger hier sind. Jetzt der Gegner. Was weißt du über den Gegner? Das Hinspiel ist 2-0 für Lippstadt ausgegangen. Die Bilanz ist nicht so positiv. Was weißt du über den Gegner? Wie werden die hier Nicht so auftreten? positiv. Ich sage ja, wir können alles Negative jetzt sehen, aber wir sehen für uns selber das Positive, weil wir meiner Meinung nach schon nicht nur durch die Neuzugänge, sondern durch die Art und Weise, wenn ich sehe, wie wir trainieren, wie wir machen, wie wir tun und wie diese positive Stimmung auch in der Kabine ist und so, dass ich das Gefühl habe, dass jeder daran glaubt, jeder mitzieht, bin ich sehr optimistisch. Lippstadt an sich ist eine spielstarke Mannschaft, die über ein sehr gutes Umschaltspiel verfügt, die gute Standards schießt und auch schon einige Standardtore gemacht hat, die eine gewisse körperliche Präsenz hat. Und dementsprechend müssen wir zumindest gucken, dass wir den Gegner nicht zu Kontersituationen einladen, dass wir bei Standards hellwach sind. Aber auch Lippstadt ist anfällig bei Standards, muss man umgekehrten Fall sagen, wenn ich das so ein bisschen analysiert habe. Auch sie haben das ein oder andere Problemchen, was wir für uns nutzen wollen. Und wir werden auch unsere Möglichkeiten bekommen, davon bin ich 100% überzeugt. Nur müssen wir jetzt gucken, dass wir selber stabil sind, dass wir dem Gegner wenig Raum geben, dass sie sich spielerisch entfalten können. Wie gesagt, dass das ihr Augenmerk ist. Und dann bin ich sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen. Der Tivoli ist am Samstag gegen Lippstadt ausverkauft. Das hat schon lange nicht mehr gegeben. Das ist eine komische Situation, ne? Ja, seit dem Leverkusen-Spiel, stimmt, seit dem DFB-Pokalspiel zu meiner Zeit ist es mal mit 750 Leuten ausverkauft. Das ist sehr traurig, dass es leider so ist. Ich blicke da nicht mehr durch, ehrlich, ich blicke da nicht mehr durch. Zur gleichen Zeit findet in der Halle unter gleicher Anzahl ein Volleyballspiel statt, soweit ich informiert bin. Bei einem 30.000-Mann-Stadion, klar kann man sagen, Organisation, das, dies, aber letzten Endes müssen wir uns dem fügen, so ist das. Die Regularien sehen das so vor. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass diese 750, die im Stadion sein werden, Vollgas geben, uns unterstützen. Wir das Gefühl haben, dass das Stadion voll ist. Nicht nur jetzt ja, die 750, sondern wir das Gefühl haben, da sind halt 5.000, 10.000 von mir aus. Und so wollen wir auch versuchen, das auf die Ränge zu transportieren. Wieder zurück in Aachen, was bedeutet das für dich? Ja, in erster Linie freue ich mich darauf, wieder hier zu sein. Hatte gute Gespräche geführt mit allen Beteiligten und freue mich auf die Herausforderung, auf die Aufgabe hier und hoffe, dass ich der Mannschaft in allen Belangen weiterhelfen kann, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Wie ist denn dieser Kontakt dann zustande gekommen? Über Fuhrt? Ja, in erster Linie, man war natürlich im ständigen Austausch, hat dann darüber gesprochen und dann war für mich klar, dass ich diesen Schritt nochmal gehen will, weil dieser Verein mir sehr am Herzen liegt und ja, dann ging auch relativ schnell alles über die Bühne. Es ist schon eine komische Situation, ne? Der neue Trainer sortiert dich aus, der alte holt dich zurück, aber für die Motivation muss das doch eigentlich richtig gut sein, ne? Ja, natürlich. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich weiß, was auf mich zukommt. Das war auch eine wichtige Sache, dass ich, egal ob es vom Trainer ist oder vom Staff ist, dass ich weiß, was auf mich zukommt, dass ich Gas geben will. Das steht natürlich im Vordergrund und jetzt liegt es an uns, es hier in den nächsten Wochen zu beweisen. Ja. Was kommt denn am Samstag auf dich zu mit Lippstadt? Eine spielstarke Mannschaft. Auch körperlich betonte Mannschaft, die jetzt eigentlich eine richtig gute Saison gespielt hat.
Aber ich denke, wir sind gut darauf vorbereitet und wissen, worauf es ankommt. Und jetzt muss jeder Einzelne an die Grenzen gehen und jeder weiß, worauf es ankommt. Und dann wollen wir natürlich die 3 Punkte holen. Ist es gut, wenn man das im Kopf hat, dass das das erste Spiel um den Klassenerhalt ist? Oder ist das scheiße? Was heißt im Kopf? Also ich denke, wir sollten auch mit einer gewissen Leichtigkeit reingehen und nicht zu verkrampft sein. Weil klar, es sind noch ein paar Spiele zu spielen. Aber natürlich ist es wichtig, dass wir am Anfang Punkte holen, dass auch dass die Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen wieder kommt. Und ja, damit können wir am Samstag anfangen.